willkommen. Ich bin Sabine von Biene Stempetlück. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich ein kleines Lichterhäuschen mit dir basteln. Und zwar soll ich ein kleines Süßes. Und ich stelle dir mal ein paar Beispiele vor. Und zwar dieses Häuschen hier. Das habe ich, da habe ich das Dach mit Designerpapier gestaltet und habe hier diese Konturen hineingebracht, einen kleinen Spruch hinaufgesetzt und fertig ist dieses süße Häuschen. Also total niedlich und ich habe ein Teelicht hineingesetzt. Hier habe ich eines in Farbkarton Grundweiß gebastelt. Hier habe ich das Dach in Chili gestaltet und hier siehst du auch wieder den schönen Spruch. Und hier habe ich Farbkarton in Chili genommen und das Dach mit Granit gestaltet. Ja, so geht's also auch. Und gleich werden wir unser Häuschen in Aquamarin basteln. Aber zunächst möchte ich dir eine etwas größere Box bzw. ein größeres Häuschen vorstellen. Da habe ich hier Waldmoos verwendet. Und zwar, also hier hat die Box die Größe 5x5 x 2,5 cm. Und wie gesagt, da ist ein Teelicht drin. Und in dieser Box, da kannst du auch ein Teelicht hineinsetzen. Oder aber auch Süßigkeiten, das geht hier auch, aber eben nur begrenzt. Und hier habe ich jetzt als Beispiel, na, die Schokolade will nicht raus. Ups. So, na. Habe ich diese Dinge hineingesteckt. Aber wie gesagt, ein Teelicht würde auch gehen. Ich hole es mal. Und zwar, indem man es hier einfach hineinsetzt und das Dach dann wieder verschließt. Also das geht auch. Aber das Dach habe ich jetzt mit einer weißen Kordel verschlossen. Man kann es, könnte es auch mit einem Magneten verschließen oder eben mit einem Klebepunkt. Das ist also alles möglich. Übrigens, die größere Variante, also die Maße, die findest du auf meiner Website. Unser heutiges Beispiel möchte ich gerne in Aquamarin basteln. Und der Farbkarton hat die Abmessungen 21 x 12,5 cm. Den müssen wir gleich falzen. Ja, hier, das wollte ich auch nochmal zeigen, habe ich das Dach geprägt. Hier habe ich mit dem Prägefolder Holzstruktur gearbeitet und bei diesem Dach mit dem Prägefolder zauberhafte Schneegestöber. Genau, so, das ist für unsere Box und hier brauchen wir noch einmal Farbkarton mit den Abmessungen 11,4 x 5,3 cm für das Dach. Und wir benötigen noch 4 Abschnitte Designerpapier mit den Abmessungen 4,5 x 2 cm. Wir fangen jetzt aber mit dem Farbkarton an und den müssen wir noch falzen. Und zwar die lange Seite bei 5 cm. Dann bei 10 cm, bei 15 cm und bei 20 cm oder wir legen hier rechts bei 1 cm an. Und die kurze Seite müssen wir links und rechts bei 5 cm falzen. Und
dann nehmen wir uns diesen Abschnitt für das Dach und da falzen wir an der langen Seite bei 5,7 cm. Und das war's mit dem Papierschneider. Ich habe noch eine Skizze vorbereitet, denn wir müssen unseren Farbkarton falzen und noch extra Falzlinien anbringen bzw. Markierungspunkte. Die Skizze findest du auch auf meiner Website. Und wir müssen hier im ersten oberen Bereich, also die Klebelasche ist hier rechts, die 1 cm Lasche. Und jetzt setzen wir uns eine Markierung hier oben bei 2,5. Und im dritten Feld auch bei 2,5. Dann hole ich mir einen Faltstift oder das, du kannst auch dein Falzbein nehmen. Und jetzt gehen wir hier zur nächsten Querfalz und falzen einmal hoch nach oben. Und hier genauso, sodass ein Dreieck entsteht. Das machen wir im ersten Feld genauso. Und noch einmal hier runter. Dann können wir jetzt die Markierungspunkte wegradieren. Und ich hole jetzt als erstes einmal meine Stanz- und Prägemaschine, weil ich möchte als erstes diesen Stern hier hineinstanzen. Und der Stern stammt, also hier wird er hineingesetzt. Und der Stern stammt aus den Stanzformen Nacht voller Sterne. So, dann hole ich mal unsere Stanz- und Prägemaschine. Und dann kann es gleich losgehen. Den Stern setze ich mir hier auf. Mittig. Dass er zur Spitze hierhin eben auch mittig ausgerichtet ist. Und dann können wir die Öffnung hineinstampfen. Ups. Also hier haben wir jetzt unsere erste Öffnung und das machen wir mit diesem Dreieck auch. Ich setze mir das Ganze hier wieder mittig ein. Und dann nudeln wir es durch. Die Maschine erstmal weg, wir brauchen die aber nachher noch mal. Den Stern brauchen wir nicht mehr. Und jetzt können wir mit der Schere, also die Klebelasche ist hier rechts, die 1 cm Lasche, und wir schneiden jetzt erstmal hier den Boden ein. Da schneide ich bis zur nächsten Querfalz und hier kann ich gleich ein wenig schräg einschneiden. Und das machen wir hier unten mit allen Seiten oder mit allen Feldern. Ich schneide hier die Falzlinie quasi raus und jetzt können wir hier die Reste, die so ausschauen, erstmal abschneiden.
jetzt nehmen wir uns das Falzbein und falzen alle regulär gezogenen Falzlinien nach. Also dieses Projekt ist auch sehr schnell gebastelt. Und ja, es eignet sich eben super als zum Beispiel als Tischdeko zu Weihnachten oder natürlich auch als kleines Mitbringsel. So, jetzt haben wir alle regulär gezogenen Falzlinien nachgefalzt. Und jetzt kommen hier unsere extra gezogenen Falzlinien. Da klappe ich einmal immer so hoch und gehe nochmal mit dem Falzbein entlang. Hier auch, ich gehe von unten und gebe schon mal ein wenig Form hinein. Und dann klappt es sich automatisch um. Hier mache ich es genauso. Ziehe ich hier nochmal nach und nochmal zu guter Letzt diese Falzlinie. Und unser Farbkarton schaut so aus. Und jetzt kommt unser Designerpapier zum Einsatz. Das können wir nämlich jetzt hier anbringen. Es kommt auf diese Felder. Das ist hier übrigens die Vorderansicht. Also, ja, das nur noch mal, falls du ein bestimmtes Motiv an der Vorderseite haben möchtest. So, das war jetzt das letzte Stück. Und jetzt können wir unsere Box zusammensetzen. Und dafür benötigen wir Kleber. Entweder beidseitiges Klebeband oder Flüssigkleber. Hier oben möchte ich gerne ein kleines bisschen anschrägen. Und natürlich hier das Überschüssige wegschneiden. Und dann können wir die Box zusammensetzen. Ich klappe mir das Ganze um. Und dann hole ich mir die andere Seite rüber und unsere Box ist dann schon mal soweit fertig. Hier hinten habe ich jetzt die Klebelasche und jetzt können wir die hintere Lasche nehmen, nach innen klappen und nochmal Flüssigkleber nehmen und hier unsere Box zusammensetzen. So, einmal so. So, und hier dann nochmal. Und dann nehme ich hier meinen Flüssigkleber und fixiere nochmal alles drin. Soweit ist unsere Box schon mal fertig. Hier hinten ist die Klebelasche. Und wie gesagt, hier passt jetzt auch, hier würden jetzt auch Leckerlis hineinpassen. Das kannst du natürlich machen. Als Beispiel jetzt hier oder Eier. Denn die Box wird jetzt so quasi verschlossen. Also du siehst, es passt da auch etwas hinein. Aber ich setze jetzt wieder ein Teelicht hinein. Das muss ich nur noch mal anstellen. Und soweit haben wir es schon mal fertig. Ich habe jetzt hier einen älteren Spruch genommen. Schöne Weihnachten. Der stammt aus dem alten Stempelset Weihnachtsmix. Dann benötigen wir ein Stück Farbkarton in Grundweiß. Ich nehme jetzt mal die Stempelfarbe in Anthrazitgrau und stempel mir den Spruch ab.
Das lege ich mir jetzt einmal zur Seite. Und den Spruch werde ich mit den Stanzformen Basics mit Pep ausstanzen. Das machen wir gleich. Ich hole jetzt erstmal wieder die Stanz- und Prägemaschine. Zunächst werde ich mir einmal den Spruch ausstanzen. Dann nehme ich Washi-Tape zum Fixieren. Und dann geht's los. Den Spruch einmal. Hier ist er. Den lege ich mir zur Seite. Und jetzt haben wir ja hier unseren Farbkarton für das Dach in Aquamarin. Und ich nehme jetzt die Stanzformen gewellte Konturen und setze mir das Ganze hier auf, damit ich diesen schönen Abschluss habe am Dach. Ich nudel jetzt aber nur so weit durch, bis ich einmal hier oben gestanzt habe. Und wieder zurück. Und wir haben unser Dach fertig gestanzt. Jetzt möchte ich hier noch gerne prägen. Hier habe ich ja, wie gesagt, mit dem Prägefolder Holzstruktur gearbeitet. Hier möchte ich jetzt gerne zauberhafte Schneegestöber nehmen. Das lege ich mir hier ein. Zum Prägen brauche ich jetzt die Grundplatte und ich brauche die Zusatzplatte. Und wir haben unser Dach geprägt. Jetzt brauchen wir die Maschine nicht mehr. Können das hier wieder schön hinlegen. Jetzt kann ich hier einmal nachfalzen in der Mitte. Und ich nehme Flüssigkleber. Wie gesagt, die Klebelasche ist jetzt hinten innen. Und jetzt gebe ich hier Kleber rauf. Oh, da bin ich ein bisschen weit gegangen. Na, mal gucken. Vielleicht habe ich ja noch einen Rest hier dann. So. Und jetzt nehme ich mir hier mein Dach und setze mir das Ganze mittig rauf, aber nicht über die Falzlinie gehen. Dann schaue ich noch mal so. Hier kann ich noch ein bisschen ausrichten. Ach, das ist total süß. Und ich kann natürlich von innen auch noch mal mit dem Falzbein hineingehen. Und unser Haus schaut jetzt so aus und hat hier eben diesen schönen Abschluss auch. Also, ja, total süß, finde ich. Und jetzt können wir eine Kordel nehmen in Weiß oder Schleifenband, das du gerne magst, und können schon mal alles verschließen. Führe mir das hier so rum. Und dann kann's losgehen. So, hier noch vielleicht ein bisschen
Und dann kann man ja noch ein wenig hier das hochlopfen. Ja, und unser Häuschen ist soweit schon fertig. Also echt cool. Jetzt brauchen wir nur noch den Spruch. Und da nehme ich Dimensionals. Ich nehme hier, das möchte ich noch gerne rundherum einfärben, bevor wir es anbringen. Da gehe ich hier ins Stempelkissen rein und dann ist es fertig. Und jetzt brauchen wir zwei Dimensionals. Und können das Ganze anbringen. Na, am besten mittig. Hier können wir das Schleifenband noch ein wenig kürzen. Und fertig ist unser süßes Häuschen. In Aquamarin. Ist doch total cool. Ja, einmal Aquamarin, einmal Chili in Grundweiß mit Chili. Und hier habe ich Designerpapier verwendet als Dach. Das geht auch. Das war unser heutiges Projekt. Ja, das ist doch eine total süße Tischdeko zu Weihnachten. Oder allgemein in der Adventszeit auch und natürlich auch ein schönes Mitbringsel. Ich hoffe, dass du Spaß hattest am Zuschauen. Nun wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Hab eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Video. Bis dann, deine Biene von Biene Stempelglück. Tschüss!